Willkommen in Vietnam. 3 Wochen reisen wir durch dieses wunderschöne Land. Wir schauen uns die krassesten Berge an wie hier, suchen die schönsten Strände des Landes, die geilsten Tempel und das beste Essen. Seid ihr ready? Ich bin's. Denn ich bin Mike, Food-Konnoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in dieser Videoreihe machen wir den perfekten 3-Wochen-Trip durch Vietnam. Wir starten in der Bergregion Sapa und fahren dann weiter Richtung Hauptstadt Hanoi, wo wir das geilste Essen des Landes bekommen. Danach folgt Cat Ba und die Halong Bay mit ihren atemberaubenden Inseln. Und dann geht's auch noch weiter mit Ninh Binh und dem Drachen auf dem Berg. Die beiden letzten Stationen sind dann Hoi An in Zentralvietnam und Ho Chi Minh City im Süden, die größte Stadt des Landes. Und es sieht hier einfach aus, als wäre es Las Vegas. Ihr merkt also, wir decken das ganze Land ab. Aber im ersten Teil der Videoreihe konzentrieren wir uns voll und ganz auf Sapa und den höchsten Berg Vietnams. Das ist der höchste Punkt Indochinas. Willkommen in Sapa. Wir sind im höchsten Teil Vietnams, denn das um mich herum ist kein Nebel, sondern das sind literally Wolken, denn wir sind auf über 2000 Meter Höhe und die nächsten 3 Tage werden wir das typischste Sapa-Ding überhaupt machen. Wir gehen Trekking-Touren machen den höchsten Berg des Landes, der sogar noch zum Himalaya gehört. Und wir gucken uns natürlich die Reisfelder an. Außerdem werden wir natürlich die ersten vietnamesischen Gerichte testen. Spoiler, absolut lecker. Und zeigen euch dann alles, was über die Bergregion von Sapa und die ethnischen Minderheiten der Black Hmong und deren Kultur wissen müsst. Aber bevor wir da ankommen, der Weg nach Sapa war schon ein erstes Abenteuer, denn wir sind zum ersten Mal mit einem Nachtbus gefahren. Die Kabinen sind nicht groß, aber irgendwie ist es doch ganz schön gemütlich. Man fühlt sich so ein bisschen wie im fahrenden Ritter aus Harry Potter. Man hat hier Wasser, man kann auf Toilette gehen, Wi-Fi. Rundum alles, was man braucht, um eine 6-stündige Fahrt liegend zu überstehen. Und es hat gerade einmal 16 Euro pro Person gekostet. Super easy. Ja, die ganzen Sachen kann man sich natürlich einfach über die Hotels buchen, sogar im Vorhinein. Also wir haben schon, als wir noch in Deutschland waren, alles gebucht. Das geht hier übrigens alles easy über WhatsApp-Chat, auch für Trekking-Touren. Aber jetzt schauen wir uns mal endlich die Stadt an. Sapa ist die Hauptstadt der Bergregion und bietet alles von Massagen und Restaurants, um die Trekkingtouristen willkommen zu heißen. Und das auf einer Höhe von 1600 Metern. In diesen 3 Wochen Vietnam ist das mit Abstand der kälteste Ort, an dem wir sind. Vietnam ist bekannt für seinen Kaffee. Ich trinke natürlich keinen Kaffee, aber Natalia. Und wie findest du den? This is the best coffee in the world. Ich habe mir dafür einen kalten Kakao geholt. Das Coole ist erstmal, man kriegt hier alles, heiß und kalt. Und wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr, ich liebe Kakao. Und der Kakao ist richtig, richtig geil. Schön mit Eiswürfeln drin, richtig schön kühl, super lecker. Geiler Start in den Urlaub. Falls ihr euch übrigens wundert, warum hier eine sehr europäische Kirche ist, ich werde natürlich noch mehr auf die Geschichte Vietnams in den nächsten Videos eingehen, aber Vietnam war eine Zeit lang von Frankreich kolonisiert worden und gehörte zu Indochina. Deswegen gibt es in Hanoi auch und in Ho Chi Minh City und in sehr vielen Städten eben katholische Kirchen, auch wenn sie wahrscheinlich nicht mehr so stark benutzt werden, weil ich glaube, der katholische Glauben sich hier nicht durchgesetzt hat. Aber trotzdem interessant und irgendwie absurd, die ganzen asiatischen Gebäude zu sehen, dann ab und zu diesen indochinesischen, französischen Stil und dann auch sehr katholische Kirchen. Sehr abstrus. Vergesst das, was ich gesagt habe, denn anscheinend ist der Katholizismus doch relativ groß. Die Leute stehen hier sogar vor der Kirche, um sich die Messe anzuhören. Krass. Überall gibt es hier diese kleinen Stände, wo es Kastanien gibt.
und diesen Teig mit Kastanien. Leicht süßlich. Ein bisschen Blätterteig, ein bisschen käsig. Ganz lecker. Hat jetzt auch nur 10.000 gekostet, das sind umgerechnet, glaube ich. Naja, nicht viel. Kleiner Tipp noch, holt euch euer Geld immer von offiziellen Bankautomaten, die Vietbahn und die Bitbau. Denn hier in Vietnam bezahlt man sehr viel eben noch mit Bargeld. Im Kolonialismus der Franzosen war Sapa angedacht als nächstes großes Tourismuszentrum, sozusagen das Da Lang des Nordens. Das ist nicht ganz geworden, aber der Tourismus hat sich hier doch durchgesetzt, denn bevor die Franzosen hier Chapa, also als französischer Name, das gegründet haben, war hier auch nicht viel los, es waren sehr viele kleine Dörfer. Mittlerweile ist es sehr, sehr, sehr touristisch und die Region lebt vom Tourismus, das merkt man, weil hier super viele Leute auch einfach Englisch sprechen können. Und da merkt man immer dran, die Leute sind auf Touristen fixiert, aber es ist trotzdem interessant, hier mal durchzulaufen. Und ich finde für den Anfang ganz cool, weil ich habe gehört, Hanoi ist super laut, alles am Hupen. Und hier ist es ehrlicherweise noch ertragbar. So, jetzt geht's zum Hotel. Das ist etwas abseits. Und wenn ich mit etwas abseits meine, meine ich ganz schön abseits. Denn ihr seht vielleicht hier, da führt eine lange Treppe runter. Und ganz am Ende ist unser Hotel, aber es lohnt sich, es ist ein echt cooles Hotel und soll eine Dachterrasse haben. Und die checken wir jetzt mit euch aus. Wir sind auf der Dachterrasse unseres Hotels und hier seht ihr den Megaview nicht, denn wir sind immer noch in den Wolken und hier ist es einfach super dichter Nebel, aber das Hotel ist wirklich cool. Das Zimmer ist gemütlich, wir haben zwei große Betten bekommen. Doch, man kann hier frühstücken, die buchen einem die Trekking-Trips, die haben uns jede Menge rausgesucht und auch Essensempfehlungen mitgegeben. Ich kann ehrlich sagen, ich bin sehr froh, in diesem Hotel zu sein, auch wenn es ein bisschen außerhalb ist und es ein bisschen adventure-mäßiger ist, ne, wenn man diese Treppen hochgehen muss. Aber ja, ich mag's hier. Nach einer kleinen Pause wird es dann aber Zeit für Sapa bei Nacht. Denn irgendwie hat die Stadt jetzt einen ganz anderen Vibe. So, jetzt aber zur ersten richtigen Mahlzeit in Vietnam. Oh, wie ich mich darauf freue. Ich habe Hähnchen mit Reis. Und in Deutschland hat man jetzt einfach Hähnchen mit Reis bekommen. Hier ist aber leicht ein Chili-Geschmack bei, Lemongrass. Und es sind so viele Gewürze zusammen. Es schmeckt einfach richtig geil. Das Fleisch auch sehr zart, der Reis sehr lecker, die Soße super. Dazu haben wir noch diese richtig geilen, knusprigen Frühlingsrollen. Aber die sind so richtig schön knusprig. Vegetarisch sind die auch, mit so einer leichten Soße. Hammer. With a safe option today because my stomach is a little bit upset and I think this was a good choice. Bei Nacht ist Sapa gefühlt eine komplett andere Stadt. Bei Nebel sieht es erstmal so richtig schön Cyberpunk aus mit dem ganzen Licht. Aber hier ist es einfach überall hell, wie ihr seht. Überall Musik, Party überall. Es ist fast so ein bisschen, als wären wir auf Ibiza. Naja. Aber wir gehen früh schlafen, weil morgen früh geht es ja endlich zum Trekking. Gumo, wir werden heute Trekking machen, hatten heute schon ein leckeres Frühstück hier im Hotel. Super lecker, schönes Brot, Fried Eggs. Jetzt haben wir hier noch Schuhe bekommen. Also Gummistiefel, weil es sehr nass sein soll und sehr slippery sein soll. Ich habe aber richtig Bock. Mit unserer Gruppe der Black Hmong rund um unsere Führerin Bi machen wir uns also auf in die Täler rund um Sapa, um die cuten Dörfer und schönen Reisfelder zu sehen, die diese Region auszeichnen. Wir sind jetzt auf einem Walk, werden begleitet von sehr vielen Frauen aus den Dörfern, eben von den ethnischen Minderheiten hier. Das Interessante ist, früher haben die Männer diese Walking Tours gemacht, mittlerweile machen es die Frauen, weil sie eben viel offener sind und viel lieber reden. Das heißt, die Männer sind zu Hause, betreuen die Felder, aber auch
kümmern sich um die Kinder. Und das Coole ist, dadurch, dass die Frauen jetzt eben mehr Geld verdienen, bekommen sie eben ein bisschen mehr Gleichheit hier rein. Vorher war es so, die Männer haben die Touren gemacht, die Männer hatten das ganze Geld und hatten das ganze Bestimmungsrecht. Und das schiebt sich ein bisschen. Die Tour ist also perfekt, um nicht nur eine schöne Wanderroute zu bekommen, sondern mehr über die Minderheiten zu erfahren. Gerade zum Ende hin erklärt uns Bee immer wieder mehr über ihre Kultur und wie sie leben. Übrigens, ihr könnt bei mir jetzt auch Kanalmitglieder werden, wenn ihr unten auf das Mitgliederwerden drückt oder ihr abonniert und liked und subscribed. Naja, guckt weiter das Video. Viel Spaß. Nachdem wir erst auf der Straße gegangen sind, müssen wir jetzt gefühlt durch so einen kleinen Mini-Regenwald. Ja, hier gibt es auch super viele riesige Spinnennetze und ein paar Spinnen. Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen, wo man hergeht. Das ist nämlich ein bisschen slippery, deswegen die Gummistiefel auch ganz gut. Man muss durch so einen Bach warten und dann geht es hier auch sehr steil runter. Wir sind noch gar nicht so weit gelaufen, aber es ist super anstrengend, wenn man die ganze Zeit bergab geht. Gott sei Dank sind die Ladies dabei, die einem die ganze Zeit helfen, unterstützen, denn es ist richtig, richtig slippery, aber es macht richtig Spaß. Der erste Teil war der anstrengendste, weil man auch sehr viel überleben geht und es ist echt sehr slippery, habe ich ja schon gesagt. Aber man lernt auch sehr viel über die Völker hier, also über die Hmong. Man lernt sehr viel darüber, dass sie eigentlich aus der Mongolei ausgewandert sind vor 500, 600 Jahren und deren Sprache deswegen eher dem Mongolischen näher ist als dem Vietnamesischen. Man lernt aber auch viel darüber, dass hier Arranged Marriages gar nicht mehr so ein großes Thema sind und man jetzt viel eher aus Liebe heiratet. Und dennoch wird die Arranged Marriage erklärt. Also warum Eltern den Ehepartner entscheiden? Einfach weil die mehr Land haben und eben um ein gutes Leben für die Kinder zu sichern. Super interessant. Ich bin kaputt, wie ihr hört. Wir gehen jetzt ein bisschen die Straße entlang. Die Tour geht übrigens etwa 3 Stunden und hat ein Ziel. Und zwar das Homestay unserer Führerin Bee. Kurz vor ihrem Dorf verabschieden sich auch die Helferinnen, denen man selbstgemachte Taschen abkaufen kann. Muss man aber nicht. Wir sind jetzt im Homestay von Bee. Hier unten blende ich mal ihre Facebook-Gruppe ein. Sie ist super lieb. Sie hat uns sehr viel Apfelwein, Pflaumenwein angeboten, der richtig lecker war. Das Essen war richtig geil. Die Truppe war richtig cool. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen weiter wandern, deswegen noch ein paar Highlights gleich für euch. Und dann geht's mit dem Bus zurück. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Kleines Fazit. Der Trip ist krass. Wenn ihr in Sapa seid und ihr müsst nach Sapa kommen, holt euch auf jeden Fall eine Trekking-Tour. Man kann übrigens bei Bee und natürlich vielen anderen Homestays in den Dörfern auch übernachten. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich das unheimlich gern gemacht. Denn hier hat man Natur pur und viel Ruhe. Sapa hingegen ist echt eher so mittelmäßig. Eben ein Trekking-Hub für Touristen. Eigentlich wollten wir ja als nächstes auf den höchsten Berg klettern. Aber irgendwie machen nach dem Trip zu Bee unsere Beine schlapp. Wir haben uns trotzdem was Geiles überlegt und zwar kriegen wir einen Guide. Das haben wir alles über das Hotel wieder gemacht. Der hat das super schnell geändert für uns. Wir werden zu den Silver Falls, zu den Love Falls und Heaven's Gate, also 3 krasse Sehenswürdigkeiten rund um Sapa. Und dann nehmen wir die Cable Car zum Fansipan, also zum höchsten Berg. Die soll nämlich auch richtig geil sein. Deswegen machen wir also gleich 4 Sehenswürdigkeiten und einen Tag in Sapa, damit wir auch wirklich Sapa abhaken können, weil Sapa ist mega geil. Geil ist übrigens auch das Abendessen. Es wird also Zeit für das nächste vietnamesische Gericht. Wir waren im Anis Restaurant mit ein paar Leuten, die wir heute auf der Tour kennengelernt haben. Da hatten wir Bun Cha und das ist Nudeln mit einer kleinen Suppe dabei, dazu noch Frühlingsrollen und frittiertes Schweinefleisch. Also gefühlt irgendwie 3 Dishes zusammen. War sehr lecker, war sehr viel, kann man auf jeden Fall mal machen. Und teuer ist es am Ende ja nicht. Ne? Aber jetzt gehen wir pennen, denn morgen geht's weiter mit Sightseeing. Wie
Wir sind auf dem Dach Indochinas. Was für eine krasse Aussicht ist das bitte. Wir sind auf dem Weg zu den Love Waterfalls. Wir werden heute noch einiges mehr machen. Und wir genießen jetzt aber erstmal die Aussicht. Nach einer halben Stunde Fahrt sind wir hier angekommen. Wir sind hier auf fast 3000 Meter Höhe. Um mich rum sind also die Ausläufer des Himalayas, wie ich schon ganz am Anfang des Videos gesagt habe. Hier ist so eine kleine Hütte, wo man ein bisschen was trinken kann. Hier laufen Hunde rum und hier kann man sich eben so ein bisschen die Aussicht genießen. Natalia ist da hinten runtergegangen. Das ist mir ein bisschen zu scary hier. Das ist alles so ein bisschen nur aus Holz und ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber trotzdem von hier oben die Aussicht genießen ist krass und ich bin echt hyped, was wir noch so sehen werden. Die Tour geht heute übrigens einen halben Tag und alle Highlights sind dicht beieinander. Gut also auch für eine Tour mit dem Moped ohne eigenen Guide, um Sapas Sehenswürdigkeiten abzugrasen. Wir sind an unserem zweiten Punkt angekommen und das sind die Love Waterfalls. Richtig gespannt, es ist super ruhig hier, niemand anders da. Unser Guide hat uns auch gesagt, dass Slow Season ist, deswegen noch gar nicht so viele Leute hier sind. Das ist unser Vorteil, es ist also nicht so voll, aber ich bin gespannt, wie es hier aussieht. Man geht ein ganz schönes Stück zu den Waterfalls. Ihr seht ja, Gott sei Dank ist hier alles bebaut und gepflastert. Aber man geht so ein bisschen durch den Urwald. Es ist super ruhig hier. Es sind nur wir hier. Wir haben nur einmal noch andere Touristen gesehen. Und dann hat man hier so eine riesige Fläche hier. Ich bin echt gehypt. Also ich mag es hier sehr. Der Weg ist übrigens nicht zu unterschätzen. Aber das Gute ist, Fa, unsere Führerin des Tages, erzählt uns ebenfalls mehr über die Region und ihre Traditionen, aber auch über die hiesigen Früchte und Pflanzen. Kleine Side-Story von unserer Führerin. Sie ist hier auch von den Hmong und sie erzählt uns, dass an chinesischem Neujahr, das eine Tradition ist zum Teil, dass junge Frauen gekidnappt werden und dann in das Haus des vielleicht zukünftigen Mannes gebracht werden und 4 Tage dort verbringen und sich dann entscheiden können, wollen sie ihn heiraten oder nicht. Super weird. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so Tradition, weil durch Internet und Co. und Smartphones sich die Leute kennenlernen können und eben eher aus Liebe heiraten und nicht einfach entführt werden. Vielleicht besser so. Aber zurück zum Wasserfall. Denn wir sind mittlerweile am Fluss angekommen, also kann es nicht mehr allzu weit sein bis zu den Love Falls. Wir sind angekommen, der Wasserfall ist genau hier oben, da gehen wir jetzt hin und schauen uns das an. Übrigens, man kann natürlich auch im Sommer hier in diese Pool springen, erinnert so ein bisschen an Mexiko, da waren wir auch an einigen Wasserfällen, an Kaskaden, wo die Leute dann einfach reinspringen können. Ja, mega geil hier schon mal, mitten im Urwald gefühlt, wir schauen uns jetzt den Wasserfall an. Das sind die Love Falls. Ein richtig geiler Wasserfall mitten im Wald. Einfach Hammer und so schön ruhig hier. Die Fälle sind echt ein schöner Anblick. Mitten im Wald gelegen hört man nichts außer dem rauschenden Wasser und den zwitschernden Vögeln der Umgebung. Gut auch, wir sind hier echt selten anderen Touristen begegnet. Zum Teil hat man die Area also ganz für sich. Zumindest im November. So, nächster Wasserfall. Wir sind jetzt an den Silver Falls, die direkt an der Straße sind. Man muss trotzdem ein paar Treppen hochsteigen. Mal schauen, ob ich diesmal wieder aus der Puste bin. Denn das andere war gerade schon anstrengend am Ende. Wir haben ja alles durch unser Hotel gebucht. Deswegen müssen wir nirgends mehr was bezahlen. Aber die Preise sind human, falls ihr zum Beispiel mit dem Motorrad selber hier hinfahrt. Wir haben jetzt pro Person sind das hier 20.000. Das ist nicht mal ein Euro. Man kann also nicht meckern über die Preise. Ne? Das sind die Silver Falls. Die gehen bis ganz da, ganz oben hin. Mega schön hier. Wenn ihr euch für einen entscheiden müsst, würde ich die Love Waterfalls nehmen. Aber ganz ehrlich, die sind so nah beieinander. Es ist so billig alles. Macht die beide richtig, richtig schön. Und hat auch irgendwas Mystisches, denn hier oben hinter die Wolken noch, die so langsam sich über den Berg hinziehen. Richtig schön. Auch wenn die Verweildauer hier deutlich kürzer ist, kann man hier dafür mehrere große und kleine Wasserfälle beobachten. Und von hier ist der perfekte Aufbruchspunkt zum Höhepunkt des Videos. So, letztes Highlight von Sapa. Und zwar gehen wir ganz nach oben, zum Höhepunkt also eigentlich.
auf den Fansipan. Wir verabschieden jetzt uns von unserer Guide. Die war super lieb wieder, Fan hieß die. Hat uns sehr viel erklärt. Und jetzt gehen wir hoch mit dem Cable Car, also mit so einer Gondel irgendwie da hoch. Ich bin gespannt. Die Roundtour kostet 800.000 noch. Das ist relativ teuer, wenn ihr dran denkt. 26.000 ist 1 Euro. Heißt, das ist ganz schön viel Geld. Für verhältnismäßig, ne? Wenn man bedenkt, dass man vorher für die Wasserfälle irgendwie nur 20 bezahlt hat und jetzt 800.000, ist es nicht wenig. In den meisten Touren nicht included. Wir hatten es jetzt inkludiert. Für das Geld sehen wir ein kleines Touridorf, das die Traditionen der Region zeigt und eben die große Seilbahn, die uns auf den höchsten Berg Indochinas auf über 3000 Meter bringt. Und wir sind jetzt in der Cable Car auf dem Weg zum Fansipan. Und das ist einfach ein riesiges Tal unter uns. Ultra geil. Eigentlich alles gemütlich, aber dann beim letzten Stück sieht man nur noch, wie die Kabel in einer Wand verschwinden, also in einer Wolkenwand, weil wir so hoch fahren. Bisschen scary schon, aber auch irgendwie wunderschön. Wir sind oben angekommen auf dem Fansipan. Wir sind aber mitten in einer Wolke. Man sieht also nicht viel. Die Fahrt hat jetzt irgendwie 20 Minuten gedauert, Viertelstunde oder so. War ganz angenehm. Irgendwann sieht man halt nichts mehr wegen den Wolken. Jetzt schauen wir uns mal um, ob wir hier was noch sehen können und wie schön es hier ist. Es ist überraschend warm, also man sieht diesen Nebel und auch in den Restaurants ist es relativ kalt gewesen. Und dann kommt man hier raus und es ist einfach schön warm, man kann hier viel spazieren gehen. Da oben soll noch ein Restaurant sein. Momentan ist es sehr bewölkt, aber was wir gelernt haben ist hier, dass das Wetter sich alle 2 Minuten ändern kann. Gestern schon beim Hike haben wir gemerkt, man sieht eine Wolkendecke vor sich und 2 Minuten später ist mit einmal alles klar. Deswegen drückt uns die Daumen, dass wir hier jede Menge noch sehen können. Seit 2016 gibt es hier also einiges zu sehen, trotz Nebel. Von Pagoden über riesige Buddhas bis hin zu Tempelanlagen. Ich kann mir vorstellen, wenn hier die Sonne scheint, dass man hier richtig weit gucken kann. Hier sieht man auch so einen kleinen Turm noch. Richtig krasses Kloster. Ihr seht's, der Himmel klart jetzt gerade etwas auf, während ich hier stehe. Das ist die höchst liegende Buddha-Statue, Bronzestatue. 21,5 Meter hier in Vietnam. Einfach riesig. Der Buddha ist auf Lotusblättern. Innen drin ist Graphit aus Europa. Und man kann drin Kristalle und andere Relikte finden, die von buddhistischen Zentren in Myanmar zum Beispiel hingebracht wurden. Hier wird natürlich auch viel Buddhismus praktiziert. In Vietnam generell vor allen Dingen, aber auch hier gibt es einige Feiern, religiöse Feiern. Aber es ist krass, so langsam klart es auf, während wir gerade jetzt hier ankommen am Buddha-Tempel. Man kann hier oben echt einige Zeit verbringen. Also erst bei der großen Buddha-Statue gerade und dann geht man den Pfad der 12 Philosophen entlang, also buddhistischen Philosophen, die hier noch Statuen bekommen haben. Und der Peak ist immer noch nicht in Sicht. Ich bin gespannt, ob wir ankommen, aber es ist echt wunderschön hier. Und ab und zu lösen sich dann die Wolken auf und man sieht was Schönes hier, also man sieht das Tal teilweise. Langsam kommen wir dem Peak näher, denn der ist da oben. Hier ist aber noch eine schöne Bronzestatue. Generell, die Tempelanlage ist relativ jung, wurde auch, glaube ich, erst in den letzten 20, 30 Jahren richtig gebaut. Aber schon im 15., 16. Jahrhundert und teilweise davor gab es hier oben auf den Bergen Tempelbauten. Typisch buddhistisch eben. Aber es ist wirklich schön, wenn vor allem die Wolken sich wegziehen und man dann eben diese Statuen sieht. Und da ist die Pagode und direkt dahinter der Peak. Wir haben es fast geschafft. Das ist der höchste Punkt Indochinas. Leider sieht man hier nicht viel, aber es ist trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl, hier oben angekommen zu sein und zu wissen, höher ist hier nirgends was. Ich kann ehrlich sagen, Fansipan ist eines meiner absoluten Highlights. Klar kann man jetzt durch die Wolken nicht durchgucken und wahrscheinlich ist es noch geiler bei komplett klarem Himmel. Aber irgendwie hat das auch was Mystisches und irgendwie ist es auch hammergeil. Und wenn sich dann ab und zu mal die Wolkendecke wegbewegt, ist es einfach atemberaubend schön. Es ist nicht leicht, also auch wenn man nicht diesen Trekking-Tour macht, und ich bin am Ende sehr froh, dass wir die Trekking-Tour nicht gemacht haben, ist es trotzdem anstrengend, die ganzen Treppen hochzugehen.
aber es ist wirklich worth it. Und damit kommen wir so langsam dem Ende unserer ersten Etappe näher. Aber einmal essen können wir ja noch vor dem Fazit. Unser letzter Abend in Sapa und es geht zu Little Sapa, einem vietnamesischen Restaurant, die nicht nur auch gute Fleischgerichte, sondern auch sehr gute vegetarische Gerichte haben sollen. Ich bin gespannt. Das Essen war richtig lecker. Ich hatte ja dieses Beef, das so richtig schön am Brutzeln war. Richtig saftig. Natalia hatte eine gebratene Pho sozusagen. Es gibt hier aber noch so viele Gerichte, die wir testen wollen. Aber das machen wir im nächsten Video in Hanoi. Denn wir sind jetzt am Ende angekommen in Sapa. Wir werden morgen mit dem Bus nach Hanoi fahren. Das seht ihr dann im nächsten Video. Sapa war wirklich geil. Meine Highlights waren auf jeden Fall Fanzipan und die Tour zu den Homestays. Ich empfehle euch, wenn ich noch mehr Zeit hätte, ich würde hier auf jeden Fall so ein Homestay mir buchen, im Dorf, eine Nacht da schlafen, Happy Drinks trinken und so ein bisschen mehr die Kultur einsaugen. Aber es war wirklich schön, auch wenn die Stadt jetzt nicht so viel zu bieten hat, das Umland dafür umso mehr. Was aber in den nächsten Videos passiert, weil wir machen ja nicht nur Hanoi noch in Vietnam, sondern so viel mehr, das erzählt euch Mike aus dem Off. Haut da rein. Exakt. In Teil 2 geht es in die Hauptstadt des Landes und ich verspreche, hier gibt es kulinarisch richtig was auf den Deckel. Danach geht's an die Küste und wir springen ins kühle Nass von Cat Ba. Vietnam hat so viel zu bieten.